Für mich ist das deshalb wichtig, weil es eine Gruppe von Menschen gibt, die besonders geschützt werden müssen. Und wir haben ein krankes Kind zu Hause und das ist eben sehr schutzbedürftig, weil für ihn das einfach überlebenswichtig ist. Dieses Lächeln bedeutet für mich einmal Abstand halten und das zweite Mal ist dieses Lächeln für unser Kind Laurin.